Wenn Bürgermeister tanzen, ist das schon etwas Besonderes. Und wenn sie gar miteinander tanzen, dann muss es schon einen ganz außergewöhnlichen Anlass dazu geben. Und den gab es in diesem Jahr. Die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und der nordgriechischen Hafenstadt Kavala feierte 2009 ihr 10-jähriges Bestehen. Mit gegenseitigen Besuchen, Festakten, Ausstellungen und Bürgerfesten. Wer das entspannte Miteinander von Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mali und seinem Amtskollegen aus Kavala, Konstantinos Simitis, im Juni beim Bürgerfest in Gostenhof erlebte und sah, wie deutsche und griechische Mitbürger gemeinsam feierten, der konnte spüren, dass hier eine Städtepartnerschaft tatsächlich mit Leben erfüllt worden ist. Zu verdanken ist das sicher auch den 10.000 griechischen Nürnbergern, die sich damals diese Partnerschaft ausdrücklich gewünscht hatten, und dem Partnerschaftsverein Philos. Natürlich sollte das Jubiläum nicht nur in Nürnberg gefeiert werden. Und so vereinbarte man für den September einen Gegenbesuch in Kavala. Ένα μεσημέρι στις Ακρόπολης στα μέρη από νηστές. Kavala im Spätsommer ist ein wirkliches Erlebnis. Die Saison geht zu Ende und in der 75.000 Einwohnerstadt kehrt allmählich wieder Ruhe ein. Die Touristen sind verschwunden und für die Kavalioten beginnt wieder der ganz normale griechische Alltag. Am Hafen sitzen die Alten beim Angeln und die Boote von Griechenlands drittgrößter Fischereiflotte fahren wie eh und je aufs Meer hinaus. Die Fischer, heute kaum noch Griechen, sondern meist billige Arbeitskräfte aus Ägypten, flicken am Tage die Netze, ohne nun ständig von Touristen fotografiert zu werden. Die malerische Altstadt, unterhalb der alles beherrschenden Burg, verwandelt ihr Gesicht. Die Tavernen gehören nun wieder den Einheimischen allein. Wo sonst ganze Busladungen von Besuchern aus Bulgarien durch die engen Gassen gehetzt werden, herrscht jetzt in den Mittagsstunden schläfrige Stille. Und die Katzen erobern sich die Straßen zurück. Das berühmte Aquädukt aus der osmanischen Zeit, eines der Wahrzeichen von Kavala, verbindet die Altstadt mit dem neuen Zentrum. Hier zeigt die Stadt ein anderes Gesicht. Betriebsam, quirlig, modern und vor allem jung. Hier ist Kavala schon mitten in Europa angekommen. Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten hat sich Kavala in Schale geworfen und seine großen Straßen mit Transparenten geschmückt, die auf das Ereignis hinweisen. Und vor dem Rathaus wehen die Fahnen Kavalas und Nürnbergs selbstbewusst neben der Europaflagge. Im Rathaus selbst wirft Oberbürgermeister Konstantinos Simitis einen Rückblick auf das, was sich im letzten Jahrzehnt zwischen beiden Städten entwickelt hat. 1999, als der Partnerschaftsvertrag unterschrieben wurde und damit Nürnberg und Kavala Partnerstädte wurden, da war ich noch nicht einmal Stadtrat. Und ich fragte mich damals, gemeinsam mit anderen Bürgern von Kavala, was das wohl für eine Bedeutung haben sollte. Sind das nur Festakte, Veranstaltungen, die ja nicht nur Freude bereiten, sondern auch Kosten mit sich bringen, die von den Steuergeldern der Bürger bezahlt werden? Inzwischen habe ich festgestellt, dass es für die Bürger von Kavala von großem Vorteil war. Vor allem wir aus Kavala profitieren von der Partnerschaft, indem wir neues Know-how von unseren Nürnberger Partnern kennengelernt haben. Die Stadt Nürnberg wirkt im Vergleich zu Kavala viel besser organisiert. Bei so viel Lob für die fränkische Partnerstadt war es kein Wunder, dass man den Gästen aus Nürnberg in Kavala ein herzliches Willkommen bereitete. Denn wie vereinbart, hatte sich Nürnbergs Oberbürgermeister samt einer Delegation zum Gegenbesuch nach Griechenland auf den Weg gemacht.
Und so erklang denn im Archäologischen Museum von Kavala Pachelbels berühmter Kanon. Interpretiert von Studenten der Musikschule in Kavala, die damit den Nürnberger Besuchern ein besonderes Geschenk machten. Gegenseitige Geschenke machten sich natürlich auch die Bürgermeister, nachdem sie die Entwicklung der Partnerschaft hinreichend gewürdigt hatten. Besonders ausgezeichnet wurden auch Personen, die sich im Laufe der letzten 10 Jahre um die Städtepartnerschaft besonders verdient gemacht hatten. Unter anderem die beiden griechischen Mitglieder des Nürnberger Stadtrates, Alikia Lessig und Theo Agathegelidis. Im Gepäck hatten die Gäste eine beeindruckende Ausstellung. Nürnberg 1937 bis 1947, die im Anschluss an den Festakt feierlich eröffnet wurde. Die Fotografien aus dem Nürnberger Stadtarchiv zeigen Nürnbergs Altstadt vor, während und nach den Zerstörungen des Krieges. Die zahlreichen Besucher zeigten sich bewegt und betroffen. Doch nicht nur in der Ausstellung ist Nürnberg präsent. Welche Bedeutung man hier der Städtepartnerschaft beimisst, zeigt die Umbenennung einer der wichtigsten Straßen schon vor einigen Jahren in Ordos Nirenbergis. Tausende von Autos passieren die Nürnberger Straße täglich, immer an der Küste entlang. Folgt man ihrem Weg gen Osten, landet man irgendwann einmal in Istanbul. Für Nürnbergs OB Mali bot der Aufenthalt in Kavala die Möglichkeit, einmal aus einem anderen Blickwinkel auf die letzten 10 Jahre zurückzublicken. Das ist, glaube ich, wie in so einer Beziehung. So ist es auch bei Städtepartnerschaften. Nach 10 Jahren ist der Rausch der ersten Verliebtheit vorbei, aber es macht eine Vertrautheit, greift Platz. Man kennt sich, man kennt auch die Akteure in der Kulturszene, in der Stadtverwaltung. Man kennt die Stadträte, man kennt sich gegenseitig, hat sich schon häufiger besucht. Also ich würde es mit Vertrautheit, Sympathie, Empathie füreinander beschreiben wollen. Vertrautheit und Sympathie. An sich keine schlechte Basis, auf der man die Beziehung vertiefen kann. Und aufbauen lässt sich dabei auf so manch anderes Band, was in den letzten 10 Jahren geknüpft wurde. Oft unterstützt durch das Amt für internationale Beziehungen, das von Dr. Norbert Schürgers geleitet wird. Ich denke, in den 10 Jahren hat sich vieles entwickelt. Ganz viele einzelne Projekte wurden umgesetzt. Ich glaube allerdings trotzdem auch, dass es richtig ist, davon zu sprechen, dass manches, was man geplant hatte, nicht realisiert werden konnte. Also es ist nicht eine Partnerschaft, wo Großprojekte im Vordergrund stehen, sondern es ist mehr so kleine Initiativen, zum Teil, und das finde ich besonders schön, getragen von Einzelpersonen oder Institutionen, Universität, Fachhochschulen und natürlich auch dem Partnerschaftsverein. Wir haben uns in Kavala auf die Spuren solcher Projekte gesetzt und sind an vielen Stellen fündig geworden. Zum Beispiel beim griechisch-deutschen Verein Treffpunkt. Hier finden sich schon seit über 25 Jahren vorwiegend deutsche Frauen zusammen, die ihrem griechischen Partner gefolgt sind und in Kavala eine neue Heimat gefunden haben. Ging es am Anfang des Treffpunktes hauptsächlich darum, wie man sich in der neuen Heimat zurechtfinden kann, steht heute für viele der Frauen das Thema Älterwerden im Vordergrund. Das Amt für internationale Beziehungen stellte einen Kontakt zwischen Treffpunkt und der Evangelischen Fachhochschule in Nürnberg her. Eine Professorin, die mit Studierenden über Projekte des gemeinschaftlichen Wohnens im Alter forschte, machte sich 2004 mit Studenten auf den Weg nach Kavala. Und schon bald kamen Urte Eftimiadias und 4 weitere Frauen zum Gegenbesuch. Vom Frauentreff zum Frauensport. Die jungen Frauen, die wir hier beim Training besuchen, gehören zum Verein Kavala 86, dessen Frauenfußballmannschaft in der ersten Liga spielt. Seit 2005 sind die Frauen aus Kavala mit der Frauenfußballmannschaft des SV Reichelsdorf schwesterlich verpartnert und haben sich schon auf so manchen Kick in Nürnberg und in Kavala zusammengefunden. Für den Trainer Anastasios Roumeliotis eine überaus produktive Erfahrung. Zu den positiven Ergebnissen zählt, dass die Spielerinnen die Nürnberger Mannschaft kennengelernt haben. Sie haben sich gut verstanden und stehen weiter in Briefkontakt. Und so sind im Laufe der Zeit durch den Frauenfußball Nürnberg und Kavala wirklich ein Stück sportlich zusammengewachsen. Kam ein Musiklehrer namens Geraldino zu uns in die Klasse.
Aber auch weitaus jüngere Menschen in Kavala und Nürnberg kennen ihre Partnerstadt, ohne jemals dort gewesen zu sein. Im Rahmen des europaweiten Projektes Weltreise Kinderwelten haben sich eine Klasse der Grundschule Nummer 12 in Kavala und der Ulandschule in Nürnberg als Partner zusammengefunden. Ein Jahr lang haben die Kinder über das Internet versucht, im Chat mehr über den Alltag und die Lebensgewohnheiten der Schüler in einer fremden Stadt zu erfahren. Projektbetreuer Papadopoulos ist von dem ungewöhnlichen Experiment überzeugt. Mir persönlich ist aufgefallen, dass die Schüler der 6. Klasse sich für eine andere Kultur sprichwörtlich geöffnet haben. Die Kinder haben sehr gerne Kontakt zueinander aufgebaut. Sie haben sich geradezu darauf gefreut, täglich in die Schule zu kommen, um den Kontakt mit der anderen Schule und den Schülern weiterführen zu können. Unser Blick aus dem Klassenzimmer fällt auf eine alte Villa im neoklassizistischen Stil, einem der wenigen erhaltenen Gebäude aus der Blütezeit Kavalas als Tabakmetropole. Heute beherbergt das Haus die Musikschule von Kavala. Auch hier stoßen wir auf Verbindungen zu Nürnberg. Denn Kontakte zwischen den Musikschulen beider Städte gibt es schon seit langem. Die Studentin Vathia Bolido war gerade erst in diesem Jahr in Nürnberg zu Gast. Im Rahmen des Karl-Drexler-Stipendiums bekamen sie und eine weitere Studentin die Gelegenheit, am Wettbewerb der Musikhochschule teilzunehmen. Ich habe ein Mädchen aus Venedig und ein anderes aus Taiwan kennengelernt. Das war sehr schön für mich, da wir uns in Bezug auf Musik wunderbar austauschen konnten. Und wir kommunizieren auch heute noch per E-Mail miteinander. Aber auch auf eine kritische Stimme sind wir in Kavala gestoßen. An der Technischen Fachhochschule, die schon lange mit der Georg-Simon-Ohm-FH in Nürnberg zusammenarbeitet. Nikos Kiotis, Öffentlichkeitsreferent der FH, war 2001 als Hermann-Kesten-Stipendiat in Nürnberg. Wir haben es nicht begriffen, glaube ich, die Menschen in Kavala, dass wir eine tolle Partnerschaft haben, dass wir das ausnutzen, wenn ich dieses Wort benutzen darf, können. Dass wir viel lernen können von Nürnberg. Wir sind an der Quelle gekommen und versuchen uns satt zu trinken mit dem Löffel, anstatt Naima zu nehmen. Das geht sehr langsam, also wahnsinnig langsam. In den letzten 10 Jahren haben wir einfach nur Souvlaki gebraten und Würstchen gebraten in Nürnberg. Und mehr habe ich, also es gab sehr viele Vorschläge, ein Büro, ein Kavala-Büro in Nürnberg zu gründen und ein Nürnberg-Büro in Kavala zu gründen. Das ist nicht zustande gekommen. Ich weiß nicht, warum. Ein Stück Enttäuschung klingt aus diesen Worten, aber auch der Appell zum Weitermachen. Und so bleibt denn nach all dem Lob der Partnerschaft am Ende auch ein Stück Nachdenklichkeit. Es wird noch dauern, bis auch der letzte Bürger von Kavala mit dem Wort Nürnberg sofort die Städtepartnerschaft assoziiert. Und das ist in Nürnberg umgekehrt nicht anders. Und ein Nürnberger Haus hier mitten in Kavala? Eine schöne Idee oder doch nur eine Vision? Aber Vision braucht es, um weiterzumachen. Vor allem braucht es Geduld und einen langen Atem. Mögen 10 Jahre heutzutage in einer Beziehung eine lange Zeit sein, für eine Städtepartnerschaft ist es erst ein Anfang. Und so ist es dann doch legitim, dass zum guten Schluss auch in Kavala noch einmal richtig gefeiert wird. Mit Souvlaki und Tzatziki, Rezina und Folklore. Und dass die Bürgermeister noch einmal miteinander tanzen. Am nächsten Morgen werden sie an ihre Schreibtische zurückkehren, auf denen sich dann hoffentlich schon neue Ideen und Pläne für die nächsten 10 Jahre stapeln.